das Essen in der, wie eben gesagt, für die Gastgeber ungewohnten Glückaufkampfbahn angepfiffen. Da hatten es die 5000 Besucher bereits gespürt. Rot-Weiß Essen drängt mit Macht auf Tore, Siege, Punkte, das heißt auf den Anschluss zur Tabellenspitze im Westen. Hiermit Didi Ferner und Czarnocki. Nach 40 Sekunden Foul von Eintrachtsmannschaftskapitän Klaus Kubasik an Weinberg. Den fälligen Freistoß tritt Bredenfeld. Lippens steht richtig, aber vor ihm stehend köpft Günther Thon das Leder ins eigene Netz. Damit einen klaren Sieg über die keineswegs schwach spielenden Gelsenkirchen.